Hallo, liebe Fliegerfriends. Heute ist der Begriff Thermik in aller Munde. Und Applaus, Applaus, Applaus! Schneiden wir da schon mal ein paar coole Szenen rein, damit ihr dabei bleibt. Flashback. So bin ich dran. Team sie schon wieder, aber ich scheiß mir nix. Das ist ein bisschen turbulent, ja? Aha. Oh, 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 oh. Einbremsen den Schirm. End of Flashback. So, haben wir mal das Zeug rein und dann hole ich noch schnell meinen Korb mit den restlichen Sachen, weil ich habe halt wirklich das ganze Equipment mit. Just in case, gell, dass wir alles dabei haben. Da in meiner Box, da sind noch die ganzen Sachen drin, wie Heizhandschuhe, Vario, GoPro-Akkus. Und da seht ihr auch noch, habe ich einen Kaffee, weil ich habe gestern wieder festgestellt, bei den Tankstellen, du kannst keinen Kaffee mehr trinken. Da kriegst du nur noch ein Bier. Deswegen haben wir da selber meinen gemacht. Den werde ich jetzt noch schlürfen am Weg. Und dann geht das Abenteuer schon los. Ja, ich schwitze jetzt schon. Wir haben's. Prost. So, wir sind da. Ich glaube, da oben ist ein Tandem. Und da drüben ist wer ganz hoch. Und da drüben, da kämpft wer. Schauen wir mal, ob das was wird. Bitte, das war so super. Aber jetzt... Erstmal alles packen und nichts vergessen. Und Klo halt. Ganz wichtig. Starten wir mal los. Meine Euphorie ist ein bisschen weniger jetzt. Irgendwie, da ist nicht so viel los. Was heißt das? Dass die meisten wahrscheinlich abgesoffen sind. Oder ist es ungemütlich vielleicht? Pfeift jetzt ganz schön der Wind drüber, also muss man schauen, wie man tut. Gehen wir mal auf zum Startplatz und dann checke ich mal die Lage. Gut. Der Wind hat gesagt, dass wir da rausstarten. Da oben ist einer. Ich weiß nicht, ob man den sieht. Warte mal. Warte mal. Ja, doch, sieht man. Dem geht's gut, ha? Ich weiß nicht, wer das ist, aber gratuliere. Hätte ich auch gern. Jetzt einmal first things first. Mal noch das restliche Stickerl aufgehen und einmal aufs Klo gehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe immer. Bevor ich fliege, muss ich immer ludern. Ringen sogar. Hoffentlich habe ich ein Duschentischl mit. Ja. Sonst müssen wir schütteln. So, liebe Freunde, da sitze ich. Es ist ziemlich heiß in der Sonne, aber egal. Ich bin jetzt da hergekommen auf dem Startplatz und da waren zwei, die sind da gestartet. Und wie ich aufgegangen bin, habe ich mir eigentlich auch gedacht, ja, das ist der Platz zum Starten wegen dem Wind. Aber ich beobachte da jetzt die Windfahne. Eine Ewigkeit später. Schaut mal, wie ich ausschaue. Ich schaue ziemlich fertig aus und glänze sicher wie Speckschwarten. Ich sitze da jetzt natürlich auch in einer Pose da, die nicht sehr mädchenhaft ist, aber egal. Ich verharre da jetzt nur ein bisschen, schauen wir da ganz genau den an. Und dann geht's dann los, glaube ich. Muss ich mal noch was trinken, weil klatscht ordentlich her. Ja. Also am liebsten würde ich das da gar nicht anziehen. Aber stellt euch vor, man ist dann da oben und dann friert man. Geh, bitte, da darf ich mal gescheit in den Arsch beißen. Dann mal das da auffächern. Ein schönes Hufeisel, wobei es kommt eher eine leichte Brise da rauf. Schaut, da sind die Bomben, alles auch nicht trocken, also ist mir egal. Mein Gott, nein. Der Schirm, den ich fliege, das ist ein 23er Pi, ein Pi3. Der ist sehr leicht und dementsprechend ist er halt auch sehr gut geeignet, um wandern zu gehen. Klassischer Hike and Fly Schirm und der ist von der Marke Advance. Das ist eine, jetzt wollte ich schon sagen, eine steirische Marke. Das ist eine Schweizer Marke. Aus der Schweiz. Wir haben schon mal einen Klapper durchlebt, ein paar wüde Thermiken. Wir sind schon ein bisschen zusammengewachsen. Und dementsprechend mag ich ihn. Die einen sind sortiert. Ich werde da immer dann noch schauen beim Start, dass das da auch noch mal das Flügel, dass das da so ein bisschen so eingeklappt ist, weil manchmal ist das da so verwurzelt und dann hat man da meistens das Verhängerl. Und das interessiert mich eigentlich genau gar nicht, dass ich sowas habe. Da ziehe ich wieder meine schöne Hufeisenform. Dann hat der Teil da gleich Luft zum Fassen und dann ist das alles immer ein bisschen leichter, besonders wenn man auch keinen Wind hat. So, dann haben wir da schon unsere Batman-Figur und gut, anschneiden und los geht's. Dann müssen wir uns da mal festmachen. Ich zeige euch das da kurz. Ich habe da zu meinem P3 auch das Easiness 3, das Gurtzeug, das ist auch das Hike and Fly Gurtzeug. Das hat einen normalen Protektor unten drauf und ist trotzdem relativ leicht. Eigentlich finde ich gemütlich, aber wie gesagt, ich habe keinen Vergleich. Genau, jetzt habe ich mir das angeschnallt. Ich kontrolliere dann immer noch mal alles durch. Also ich bin da wirklich eine Streberin. Mache so, wie man es in der Flugschule gelernt hat.
Es ist da wieder ein gescheites Luftlauf gekommen, also die Stadtplatzwahl, die passt. Natürlich bei 30 Grad sehr angenehm, wie ihr euch vorstellen könnt. Und jetzt wandere ich da runter und versuche so langsam wie möglich zu gehen, weil in mir oder in meiner Jacke bricht schon der Schweiß aus. Die freue mich jetzt dann schon, wenn ich in der Luft bin. So, jetzt schalten wir gleich einmal auch das Vario ein. Ich schwitze schon ordentlich was zusammen. Vario ist eingeschalten. Kontrollieren wir nochmal alles. Zur. Helm ist zu. Grün habe ich auf. Gute Sandrin-Beschleuniger. Passt. Drehen wir uns einmal aus. Passt. Hier kommen wir auch zum Schauen, dass ich nicht ganz allein bin. So, Bremsleinen in die Hand. Nehmen wir die A wieder. Jetzt warten wir noch schnell Luft ab. Spannen die Leinen noch ein bisschen. Passt. Guten Flug. Okay, das ist jetzt da schnell umgegangen. Aha. Puh. Da ist es ein bisschen turbulent, ja. Aha. Jetzt halte ich mich gleich da herüben. Das war jetzt ganz ein komischer Start. Aha. Oh. Einbremsen den Schirm. Da ist turbulent, ja. Vorher fliegen wir da um. Relativ eng soll man da ja dabei bleiben, bei den Baum. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Okay, ich glaube, da ist sehr komisch zum Fliegen. Ich muss viel arbeiten. Komische Sache, okay. Mhm. Wir schauen, dass wir da rüben bleiben. Ja, jetzt fliegen wir raus. Es vertrocknet uns ziemlich da oben. Aber wir haben es einmal geschafft, glaube ich. So, viel kämpfen müssen. Jetzt sind wir mal da. Okay, jetzt schauen wir, ob wir was kriegen da. Komm, dabei halten wir uns nur. Tu mal die Hände weit auf. Schauen wir, ob wir da was kriegen. Cool war's. Wenn nicht, haben wir wieder ein Pech gehabt, Freunde. Also richtiges. Da zieht's. Ja. Rausgeflogen. Geht gar nichts. Fahren wir uns einmal um. Aha. Da tragt es mich auf. Oh. Ja, da ist was. Ja, da haben wir was. Müssen wir gleich schauen, dass wir da dabei bleiben. Na. Schauen wir. Komm. Mhm, ein bisschen. Da ist noch mal was. Schauen wir uns um. Kim? Ja? Ja? So ist es okay für mich. Ich kann weitergehen. So. Ja, da ist was. Kim? Ist das da? Ja? 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 Wenn es vielleicht ein Fehler war, Pech gehabt, aber probieren wir es. Mhm. Kim! So wirklich zentrieren habe ich es noch nicht können. Auf mit uns! Wir halten uns ganz hartnäckig, aber ich hätte halt gern mehr. Schauen wir mal. Komm jetzt da. Ich spüre es ja ein bisschen da. Ja.
Kim. Kim jetzt. Und sind wir gleich unten, dass das weitergeht. Auf mit uns da, Kim. Da haben wir was. Kim. Puh, nein, da. Das ist da jetzt gar nichts gewesen von mir. Das war ganz schlechter zu hören. Braucht man da halt noch was, gell? Manchmal ist da noch was, habe ich gehört. Aber ich glaube, dass ich heute kein Glück gehabt habe da. Ah, da ist komisch. Was hat es da? Aha. Ist auch ganz was. Aha, da haben wir was. Mhm. Vielleicht kriegen wir da noch was. Müssen wir da noch ein bisschen herumfliegen. Sorry, Kollegen, es war wieder mal nichts. Der Wind kommt von da drüben, da wo wir jetzt hinfliegen. Das ist ein kurzes Vergnügen gewesen, darum rede ich so wenig. Schade. Der Wind hat gesagt, dass der Wind so geht. Der andere unten sagt irgendwas, nichts nämlich. Das ist immer was mit den Windsäcken und mit mir. Jetzt fliegen wir mal da noch aus. Da zieht es noch. Windsack hängt da drüben runter. Da oben auch. Da ist nur was steigen jetzt. Okay. Da zieht so. Kriegen wir da jetzt noch eine Thermik oder was? Ich glaube, jetzt eh gleich. Sehr hoch sind wir. Sehr, sehr hoch. Gehen wir schon mal raus, das ist immer das Sichere. Lass man fliegen und dann bremsen wir schön runter. Naja, das war nix. Oh je, meine. Schade. Schalten wir mal das aus. Also, was sagt uns das? Wir haben uns gegenüber dem letzten Flug um 100% gesteigert, weil da waren es nämlich nur 4 Minuten. Ja, wir haben uns ein bisschen gehalten, aber es war nicht leicht. Das habe ich mir besser vorgestellt. Aber es ist halt auch wahrscheinlich der Grund, wieso der Lärm in der Luft ist, gell? Naja, war trotzdem wieder ein lehrreicher Flug. Es war ziemlich turbulent, besonders da hinten dann beim Landeplatz komischerweise. Und irgendwie versäme ich in letzter Zeit da die Landung immer. Ich bin also immer da hinten bei den Silobunsen da ganz hinten. Also mit mir stimmt was nicht. Ich muss wieder öfter fliegen gehen, wie es ausschaut, gell? Na gut, jetzt muss ich mich ausziehen, weil es schwimmt in mir, also in meiner Jacke. Ich fühle mich schon wie ein Fisch. Ciao. So, hello, Fliegerfriends. Das war der Flug. Der war ja kurz leider. Aber wie schon gesagt, im Gegensatz zu meinem 63. Flug war der 64. eine 100% Steigerung. Von 4 Minuten auf 8 Minuten. Jetzt düse ich, weil die Kur, die schlägt da schon an meinem Bittel. Schaut. Schnell weg mit uns, weil sonst ist mein Auto wieder versaut, so wie letztes Mal. Da ist sie jetzt im Rückspiegel.
gespottet. Ah, die Kühe. So, weg. Ich muss fahren. Husch. Weg ist. Husch. Weg, ich muss weg. Mir ist schon so heiß. So, lasst mich fahren, Freundinnen. Das geht ja gar nicht. So bin ich dran. Ja, ich hab schon gemerkt, die Kühe stehen auf Beetle. Ich weiß es nicht wieso, aber jetzt kommen sie schon wieder. Aber ich scheiß mir nichts, zu viel ist zum. So. Message angekommen, oder, Ilva? Jetzt spinnen sie. Aber ja, hilft nicht. So, fahren wir.